Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, heute mal leider nicht so ein erfreuliches Video. Es gab einen relativ kranken Exploit, einen kranken Bug, der heute aufgedeckt wurde oder im Verlauf des letzten Tages, glaube ich. Der anscheinend schon jetzt mehrere Wochen aktiv war und auch von einigen Spielern wirklich krass auch ausgenutzt wurde. Und da möchte ich heute aufmerksam drauf machen. Ich werde euch gleich auch mal zeigen, wie der Exploit funktionierte. Wir werden uns ein kleines Video anschauen und auch einen kleinen Post, wo es quasi erklärt wird. Ja, man kann das zeigen mittlerweile, weil der Exploit heute Nacht schon gefixt wurde. Also ihr könnt ihn anscheinend nicht mehr machen. Und falls, wie gesagt, es noch gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen auf eurem Server, dann will ich auf jeden Fall euch an der Stelle davon abraten, es zu versuchen, weil ihr unter Umständen deswegen noch gebannt werden könntet. Worum ging's? Es ging im Grunde genommen darum, dass das Layering in Dungeons exploited werden konnte. Man konnte quasi vor einen Endboss gehen, ja, den Endboss dann killen und dann sich in ein anderes Layer einladen lassen und diesen Endboss dann immer wieder killen. Also das heißt, man musste quasi die Ini nicht immer wieder neu machen, sondern man konnte wirklich einzelne Bosse immer wieder killen und man konnte sogar im Dungeon auch damit diese Regel, dass man nur 5 Dungeons pro Stunde machen konnte, auch umgehen. Das heißt, man konnte wirklich ja, einfach gewisse Bosse dauerhaft farmen und das ist natürlich einfach eine unglaublich negative Geschichte. Ich denke, das ist uns allen klar. Es hat einen unglaublich negativen Einfluss auf die Serverökonomie, denn den könnte ich Ihr müsst euch vorstellen, wenn einige Rezepte, die normalerweise 7, 8, 900 Gold oder so wert sind, von irgendwelchen Leuten dauerhaft gefarmt werden können den ganzen Tag, dann hat das natürlich einen unglaublich kranken Effekt auf den kompletten Server einfach. Ne? Und das sind einfach so Dinge, die wirklich schon einen... Oh, die sind echt sehr, sehr bitter, Leute. Deswegen auch das Video heute. Wie gesagt, ich bin unglaublich froh, dass es anscheinend schon gefixt wurde. Und ich hoffe wirklich, dass Blizzard da auch noch die entsprechenden Schritte jetzt gehen kann, um die ganze Sache auch wieder zu beheben. In den Blue Post sind sie schon ein bisschen drauf eingegangen. Die haben hier einen Hotfix gemacht, um die ganze Sache zu beheben. Und die haben mir quasi auch geschrieben, dass sie die entsprechenden Maßnahmen auch ergreifen werden. Das heißt, die entsprechenden Spieler halt bannen werden, das Gear wieder löschen werden, die Rezepte löschen werden und so weiter und so fort. Ich denke, das muss man dann in dem einzelnen Fall immer klären. Jetzt schauen wir aber mal, wie die ganze Geschichte ablief. Mehr oder weniger seid ihr in der Ini drin. Ja, ihr seht hier zum Beispiel in Gnome Regan, wo der Druide gerade diesen Kolben hier farmt. Und er hat quasi gerade die Gruppe gelieft und wird jetzt von einem anderen Spieler, also ich glaube, so funktioniert es, in die Gruppe eingeladen, der sich in einem anderen Layer befindet. Und tada, der Boss spawnt wieder und er kann quasi einfach weiter farmen, ohne die Ini nochmal von vorne machen zu müssen. Das ist natürlich ein unglaublich kranker Exploit. Gerade wo so viele wichtige Dinge einfach in WoW Classic von den ganzen Endbossen immer droppen. Ja, und ich habe einfach die Befürchtung, dass sehr, sehr, sehr viele Hardcore-Gilden und so weiter das einfach mal locker flockig gemacht haben. Es wird wahrscheinlich, wie es immer bei solchen Dingen ist, vor allem auf den amerikanischen und EU-Servern am krankesten exploited worden sein. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir vielleicht im deutschen Bereich, wo es auch generell immer ein bisschen länger dauert, bis solche Exploits dann auch bekannt werden und rüberschwappen und so weiter, nicht so krank betroffen sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige Hardcore-Leute und Hardcore-Gilden das wahrscheinlich auch exploitet haben. Leider, leider. Und das ist halt eben auch auf unseren Servern einen schlechten Einfluss auf die Ökonomie hatte. So, und jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Denn natürlich Dungeon Grinding schön und gut. Die Leute bekommen sehr, sehr viel Gold, sehr viel Rezepte, sehr viel Gear. Das ist natürlich auch mega kacke. Und können wir im WoW Classic überhaupt nicht gebrauchen. Aber das Problem an der Geschichte war, es war auch im Raid möglich. Ja, das heißt, ihr konntet eben es auch in Molten Core verwenden. Und auf einigen Servern ist jetzt mittlerweile schon bekannt geworden, dass wirklich mehrere Hardcore-Gilden anscheinend wirklich ja, mehrmals in der Woche Molten Core gegangen sind, Molten Core durch und durch gefarmt haben, sich das Gear da geholt haben. Und ganz ehrlich, Leute, also solche Leute kann ich einfach überhaupt nicht verstehen. Die würde ich tatsächlich auch permanent bannen, wer mehrmals in der Woche einen Raid gemacht hat, wo ganz offensichtlich ist, dass es nicht gewollt war und dass es einen unglaublichen, monatelangen Vorteil im Grunde genommen geben kann gegenüber anderen Gilden auch, was das Gear-Niveau betrifft, auch vielleicht irgendwelche Waffen, die man für Stammgruppen später braucht, im PvP, Bone Reaver's Edge und so weiter. Also ein unglaublicher Vorteil.
Da hoffe ich einfach, dass diese Leute wirklich permanent gebannt werden, die kompletten Gilden auch. Und wie gesagt, das ist halt eine Geschichte, die geht einfach gar nicht. Und das Tragische an der Geschichte ist, die ganze Geschichte ist anscheinend während eines Molten Core Streams von S-Fund publik geworden, der vor ein paar Tagen, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so in Molten Core war. Und dann waren die bei Ragnaros und und dann sind die rausgegangen, weil die sich den Fire-Resi-Buff holen wollten für die Main-Tanks. Das ist eine relativ übliche Mechanik eigentlich. Man geht in UBS nochmal rein, holt sich den Fire-Resi-Buff dort. Und dadurch ist Ragnaros einfach deutlich einfacher. Und irgendwie während dieser Prozedur, wo sie quasi die Ini nochmal gelieft haben, den Raid, wurden sie von einem anderen Spieler irgendwie eingeladen und dadurch haben sie irgendwie das Layer gewechselt. Also es war quasi eine unglückliche Geschichte. Und S-Fund hat auch im Stream dann quasi den Game Master angeschrieben und also sind dann quasi wieder in Molten Core reingegangen und die komplette Ini war respawned, also alle waren wieder da. Und S-Fund hat dann einen Game Master angeschrieben und gefragt, ob die Gilde die Ini, also den Raid, wieder clearen darf. Weil Ragnaros eben noch nicht down war. Und Blizzard hat dann gesagt, also die Game Master, wie auch immer, haben gesagt, ja, ist okay, ihr dürft die Ini wieder clearen, ihr dürft auch das komplette Gear behalten. Da haben sich auch einige auf Ferlina, dem sogenannten Streamer-Server, drüber aufgeregt, dass dann quasi S-Fund ja, von den anderen Bossen quasi doppelt Gear bekommen hat, also die Gilde von S-Fund. Und ja, ist jetzt ein anderes Thema, aber wie gesagt, war halt auch ein bisschen problematisch. Auf jeden Fall haben dann halt viele Leute sich Gedanken gemacht, wie könnte man denn eventuell ja, diesen zufälligen Bug, der da aufgetreten ist bei S-Fund, reproduzieren. Ja, und wie gesagt, es gibt einfach so Leute, die suchen nach solchen Geschichten und einige Tryhard-Leute haben es anscheinend geschafft. Und wie es dann immer bei solchen Dingen ist, die werden dann irgendwann einfach einer breiteren Masse einfach bekannt. Und immer mehr Leute haben es betrieben und jetzt ist es quasi großflächig aufgeflogen, dass wirklich Leute wochenlang diese Scheiße exploitet haben. Ja, Leute, ich wollte euch, wie gesagt, in dem heutigen Video einfach nur darauf aufmerksam machen, auf die ganze Geschichte. Ich hoffe, dass wir im deutschen Bereich nicht so mega krank betroffen sind. Wie gesagt, ich werde euch den Clip hier unter dem Video nochmal verlinken. Könnt ihr selber nochmal reinschauen. Und auch hier nochmal einen Reddit-Post, wo es nochmal im Detail erklärt wird, wie man das quasi gemacht hat, wie es ablief. Ich denke, es ist vertretbar, dass man das jetzt hier offenlegt, weil der Exploit ist momentan meines Wissens nach nicht mehr möglich. Von daher habe ich jetzt auch keine Bedenken, dass ich hier in dem Video quasi einen Clip zeige und einen Post, wie es genau erklärt wird. Aber dann könnt ihr euch quasi selber nochmal ein Bild davon machen, wie die ganze Geschichte ablief. Ja, Leute, was lernen wir aus der ganzen Geschichte? Das Layering hat einfach da anscheinend weitere negative Aspekte gehabt, die man so nicht bedacht hat. Wie es halt immer so ist bei neuen Features und bei so vielen Spielern. Es gibt immer irgendwelche Leute. Wie gesagt, die Leute versuchen immer als allererstes dran, wie kann ich am besten verarschen? Und das hat mal wieder jemand geschafft. Ja, gratuliere an denjenigen, der da den Research betrieben hat. Bittere Geschichte, wirklich in WoW Classic. Es gibt eigentlich fast nichts Schlimmeres für so einen Server, wenn die Ökonomie komplett am Arsch ist so. Und vor allem, wenn die Items erstmal im Umlauf sind, auch was das Dungeon Grinding angeht. Und dann weiß man gar nicht mehr, okay, woher kommen die Rezepte und so weiter. Und das ist schon eine bittere Geschichte. Tipsaud, wie gesagt, hat auch ein Video darüber gemacht. Ein größerer amerikanischer Streamer. Das Video werde ich auch nochmal unten verlinken, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Er hat ja noch so ein bisschen Details zu der Situation auf den amerikanischen Servern geliefert. Und er findet die ganze Geschichte so ein bisschen lustig auch. Ich finde es eigentlich eher traurig, weil es halt echt so ein WoW Classic. Ach Mann, ey, das war wieder so eine Geschichte, weißt du, das hätte nicht sein müssen, finde ich. Und ich hoffe, dass Blizzard da auch die entsprechenden Schritte einleitet, die Leute bannt und das Gear wieder deletet. Ich bin aber, wie gesagt, eigentlich relativ positiv eingestimmt, dass sie die ganze Geschichte wahrscheinlich relativ gut lösen können. Denn ihr müsst euch darüber im Klaren sein, wir spielen auf einem relativ modernen Client und Blizzard hat heutzutage viel, viel mehr Möglichkeiten als 2005, genau nachzuvollziehen, was ein Spieler gekauft hat, was er gemacht hat, wo er war, welche Items er hat, wie viele Items er bekommen hat und so weiter. Ich glaube, Blizzard hat einfach viel, viel, viel mehr Einsichten heutzutage in diese ganzen Abläufe. Von daher bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass sie eben auch die entsprechenden Leute bestrafen können, bestrafen werden und auch die Schäden in der Serverökonomie beheben können. Ja, da bin ich jetzt einfach mal so optimistisch an der Stelle. Schreibt mir gerne unter dem Video nochmal eure Meinung zu der ganzen Thematik. Wie gesagt, ich habe im deutschen Bereich jetzt gar nichts davon mitbekommen, bis heute quasi die Nachricht darüber kam, dass dieser Exploit eben am Start war.
Ich war ja auch viel in Dungeons unterwegs, habe ich auch nie sowas irgendwie gemerkt, aber anscheinend war es halt irgendwie am Start. Ja, schreibt mir gerne unter dem Video nochmal eure Meinung zu dem ganzen Thema. Habt ihr es irgendwie auch mitbekommen? Habt ihr da auch irgendwie irgendwelche Erfahrungen mitgemacht? Keine Ahnung. Ich hoffe, wie gesagt, dass Blizzard die entsprechenden Schritte einleiten wird und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.